So, Konnichiwa und willkommen zurück zu Sam Max Hit the Road. Und ja, natürlich, gerade wo ich das letzte Video beendet hatte, ist mir eingefallen, wie es weitergeht. Nämlich, das Dilemma war ja, dass wir ein Glas aufmachen müssen, in dem eine Hand drin ist, die wir dann noch weiter benutzen müssen. Und ja, wenn jemand aufgepasst hat, beziehungsweise ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das tatsächlich in den Videos jetzt war, aber wir haben ja einen Spezialisten, wenn es darum geht, Gleise aufzumachen, der sogar eine Ausbildung dafür gemacht hat. Wow, das war ein lauter Soundeffekt. Und zwar den Mitarbeiter bei Snuckies, der extra auf die Universität gegangen ist, um sowas zu lernen. Das muss man sich mal vorstellen. Einfach nur, um Gleise aufzumachen. Okay, nicht nur, aber vor allem. Dann nehmen wir mal das Glas raus und Kannst du das für mich öffnen? er kann alles Sicher, öffnen. es gibt kein Glas, Eben. das ich nicht öffnen kann. Na also. Großartig. Applaus aus der hinteren Reihe, die es nicht gibt. Weiter geht's. Nein, doch nicht da lang. Das macht es doch nur unnötig lang. Gut. Jetzt, wo wir das hätten, kann es ja endlich weitergehen. Zurück zum Wollknäuel. Dort gehen wir da hinten in das Haus wieder rein und dann bauen wir unsere, ja, unsere Supermaschine aus drei Items zusammen. So viel hatten wir noch nie zu einem zusammen gemacht. Und Max läuft mal voll in die falsche Richtung. So, jetzt aber. Und jetzt Achtung. Benutzen. Okay, zuerst mal die Hand an die Greifzange. Und dann noch den Magnet mit dem Fisch an. Boah, super. Sieht doch genial aus. Und jetzt benutzen wir das mit dem Wollknäuel. Oh mein Gott, was ist da alles drin? Wir haben einen Ring gefunden. Da war sogar eine Granate oder sowas. Wow. Ja, schon ziemlich. So, schauen wir doch mal kurz nach, was es genau für ein Ring sein soll. Ich sollte glücklich sein. Er sollte glücklich Ich sollte sein. glücklich sein. Okay. Irgendwas sagt mir, dass wir jetzt wieder hoch ins Restaurant müssen. Also der Golf, das Golfzeugs wäre ja auf jeden Fall vorbei, da ist ja alles gemacht. Was war dann das dritte noch auf der Liste? Oder brauchen wir den Ring beim Vortex? Das kann natürlich auch sein. Zumal von den Farben her erinnert es mehr an den Vortex als jetzt irgendwie an das Restaurant. Aber schauen wir erstmal. Ach ja, und der. Genau, das Fischdings da. Genau, da müssen wir auf jeden Fall noch was machen. Da ist es auf jeden Fall noch nicht zu Ende. So. Dann benutzen wir das hier vielleicht und werfen da vielleicht den Ring so als. Ach so. Ja. Lass mich. Ich bin sicher, dass es irgendwie nützlich ist. Aber ich Aber ich weiß weiß nicht, nicht, warum. warum. Hint, hint, hint. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Okay, das ist schade. Okay, bevor es jetzt wieder so endet wie bei den letzten Malen. Ich muss den Fahrstuhl benutzen. Von mir aus. Dann benutzen wir ihn eben. Ich kann die Tür von hier aus nicht erreichen. Genau, bevor mir die Ideen ausgehen, beziehungsweise ich ungefähr eine Viertelstunde an Spielzeit habe, in der ich nur rumstehe. Gehe ich lieber zur Vortex und schau mal nach, ob die mich weiterbringt erstmal. Wobei ich relativ sicher bin, dass ich das jetzt mit dem Restaurant da oben, dass ich da schon irgendwas hätte machen können. Irgendwas Sinnvolles. Also wahrscheinlich schon irgendwie auf die Welt der Fische raufzoomen, dann sieht man irgendwas. Und dann kann man, muss man zur Welt der Fische und muss dann noch irgendwas mit dem Fisch machen. Naja, fahren wir zur Vortex.
an die Westküste der USA offenbar. Das ist vielleicht nur die Metallplatte. Gut möglich. Ja, wie wir sehen, ich hatte schon angekündigt in den letzten Videos, sehr verrückter Ort. Tja, wer weiß schon, warum diese leblosen Gegenstände diese infernale Polka tanzen? Ich weiß es, ich weiß es. Ich glaube, sie werden von Riesenmagneten unter der Erdkruste kontrolliert. Du bist ein ignoranter Wicht, Max. Und ein... Mein Gott. Wow. Ein besessenes Plumpsklo. Das wäre nicht passiert, wenn sie fest installierte Toiletten gehabt hätten. Ja. Gehen wir mal rein. Oh, Moment. Okay, das kann man wohl nicht benutzen. Wasser fließt nach oben. Gegenstände fliegen in der Luft. Was ist das für ein unheimlicher Ort? Ja, das erinnert so ein bisschen an Alice im im Wunderland. Da passe ich niemals durch. Da passe ich niemals durch. Da passe ich niemals. Man wird kleiner und größer und passt doch nicht durch die Türen. Irgendwas blubbert. Wir können Klavier spielen. Spiel's nie wieder, Sam. Ja, bin ich auch dafür. Ich glaube, irgendeine Person war hier schon auch noch drin. Wow. Ich glaube, wir machen hier mehrere Quantenzustände oder sowas durch. Tja. Okay, schauen wir mal, wo wir überhaupt rein können. X! Wow! Die Meditation hat Urlaub genommen und ihr Gepäck verloren. Mehr als nur ihr Gepäck, würde ich sagen. Das ist noch nichts verglichen mit dem, was ich gleich verliere. Nämlich den Verstand. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Untergeben. Wie auch immer. Ah. Kann man irgendwas nehmen? Ah, das sind nochmal Yeti-Haare. Dann war der also wohl auch schon mal hier. Bigfoot. Okay. Reden wir mal. Was weißt du über Yeti? Wow! Ich stehe kopfsüßer, aber ich leide nicht an Dyslexie. Oh. Ich suche nach einem Yeti. Du auch? Ich hatte einen Yeti in dem Eisblock dort drüben. Gestern war ich kurz draußen, um meine Wirbelsäule zu dehnen. Und als ich zurückkam, war er weg. Oha! Hat Bruno sich noch einen anderen Yeti mitgehen lassen? Cool! Oha! Was ist denn das? Weißt du, wer Conroy Bumpus ist? Ja, und er war hier und fragte nach einem Yeti. Dann wurde ihm Spall übel und er verschwand. Dieser Ort scheint auf alle Personen den gleichen Effekt auszunehmen. Ja. Wahrscheinlich bis auf die Frau selber, die ist es gewohnt. Verkaufen Sie solche Schneekugeln wie diese hier? Haben wir mal, aber jetzt nicht mehr. Warum nicht? Weil sie eine unerwartete Auswirkung auf den geheimnisvollen Wirbel hatten. Mit jeder neuen Schneekugel wurde der Wirbel schwächer und schwächer. Hm. Das gleiche passiert mir, wenn ich Sitcoms gucke. Sie werden und schwächer und schwächer. Wir uns aus finanziellen Gründen, die Schneekugeln aus dem Verkehr zu ziehen. Ein bisschen laut, oder? Gerade. Das bedeutet wohl auch, dass ihr keine Schneekugelplöppel mehr habt. Korrekt. Zu doof aber auch. Wir kommen zurück. Zurück, vor, unten, oben. Das ist für mich alles das Gleiche. Das kann ich mir fast vorstellen. Yeti. Ja. Wie gesagt, noch wohl noch ein Kollege von Bruno. Museumsgeschenke. Hoffentlich verlieren wir nicht wieder das ganze Gepäck wie im Zirkus. Das wäre doof, das nochmal alles aufsammeln zu müssen. Jetzt bin ich gespannt. Wow, ich kann was benutzen. Ich benutze den Wirbel doch schon. Ach so. Wow. Jetzt habe ich einen Wirbel im Wirbel. Wow, ich habe einen Wirbel gefangen. Das war... Das war abgefahren. Ja. Muss man es jetzt tatsächlich noch irgendwie zumachen mit irgendwas? Diese Dinge kann... Damit auf jeden Fall nicht. Ich glaube, weder Ort noch Zeit sind recht. Diese Dinge... Nein.
Diese Dinge kann. Nein. Ich weiß es echt nicht. Muss man stopfen? Ich weiß es nicht. Diese Dinge kann. Diese. Einfach mal alles ausprobieren. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Okay, dann müssen wir wohl hoffen, dass es einfach nicht rauskommt. Weißt du, warum du auf dem Kopf stehst? Nein, aber summe ein paar Strophen und ich mache sie nach. Cool. Dreh sie jetzt gleich um, Sam. Bevor sie noch irgendwas... Ja. Gibt es sonst noch etwas über die Schneekugeln zu wissen, die ihr mal verkauft habt? Wenn wir sie weiterhin verkauft hätten, wäre mein Lebensunterhalt flöten gegangen. Ja, gut. Wir kommen zurück. Früher oder später kommen alle zurück. Für mich alles das Gleiche. Kein Wunder an einem Ort, wo die Schwerkraft nicht existiert. Okay. Dann schauen wir mal bei den anderen Türen. Hey, aber wir haben doch... Probieren wir doch mal kurz hier. Schade. Wow, da ist ein U-Boot im schwebenden Wasser. Mal schauen, ob wir hier reinkommen. Na, das sieht eher schlecht aus. Ich komme nicht an die Türklinke. Warte, vielleicht können wir ja Max benutzen. Diese Dinge kann man nicht so. Nein, offenbar nicht. Dann kommt Max halt wieder ins Inventar. Okay, schauen wir mal vor den Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste? Nein, schauen wir mal in den Spiegel. Wow! Ein Wasserspiegel. Man kann seine Hand durchstrecken. Wow! Okay. Wow! Das ist ein Spiegel. Ja, ein sehr komischer Spiegel. Und da war ein Spiegel... Sam drinnen. Ach so, anschauen ist und benutzen ist in dem Fall das gleiche. Nein, ist es nicht, weil wir tatsächlich reinsteigen können. Kommen wir jetzt in ein Paralleluniversum an. Verdammt! Max hatte recht. Wow. Das sind ganz schön große Magneten. Das erinnert so ein bisschen an. Die Maschine hier erinnert so ein bisschen an den Vorspann. Mit dem verrückten Wissenschaftler. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwie irgendwas damit bezwecken können. Wow! Gut, jetzt haben wir mal beide angemacht. Vielleicht brauchen wir auch nur einen an oder sowas. Muss man da noch irgendwie was drücken? Nein. Okay, mal schauen, was das für Auswirkungen hat. Vielleicht ist es tatsächlich wieder normale Schwerkraft auf dem Planeten. Man darf gespannt sein. Okay, das sieht noch alles genauso aus wie am Anfang. Nein, nein, nein. Okay, dieses Dali-Zeug kann man wohl nicht benutzen. Stattdessen mal schauen, ob wir zum Beispiel hier rein können. Nein. Nein. Nee, Klavierspielen lassen wir vielleicht doch lieber. Hm. Die Skulptur hier oben natürlich auch großartig. So. Klarer Fall von dieser optischen Illusion. Hier scheint sich nichts geändert zu haben. Gehen wir mal einen Eingang. Schließlich hat ja Max vermutet, dass die ganzen, ja, Gegenstände am Eingang von den Magneten beeinflusst werden. Dann können wir die These gleich mal überprüfen. Hm, alles noch wie vorhin. Dabei können wir uns doch eigentlich sicher sein. Ich meine, alles, was man irgendwie benutzen kann, muss auch irgendwie benutzt werden. Insofern... warte, achso, ja, Spiegel. Genau. Dann vielleicht doch nur einer von den beiden Hebeln. Also beide aus ist wie am Anfang Zustand, beide an scheint aber auch genau wie am Anfang zu sein.
Gut, dann machen wir zuerst den linken, würde ich sagen. Machen wir den nach rechts mal wieder aus. Sind rot und blau kodiert. Ob das auch irgendeinen Sinn hat jetzt? Er strahlt alles in rot. Was war denn vorher in rot und blau, wenn ich jetzt mal wieder irgendeine Erinnerung hätte? Auf den ersten Blick wieder nichts Besonderes los. Die ganze Zeit das Entengeschrei. Ich frage mich, ob sich diese Dinge in Australien andersrum drehen würden. Das sind die Fragen, die die Menschheit bewegen. Und wohl auch LucasArts. Hey, schön. Wahrscheinlich passen wir. Wow. Ich glaube nicht, dass sie das machen können. Wow. Okay, ich tippe einfach mal drauf. Linker Hebel an heißt, man kommt in die linke Tür. Wenn man es den. Ach nee, vielleicht kommen wir da auch in beide. Da passe ich Nein, kommen niemals wir nicht, durch. okay. Ein rechter Hebel wahrscheinlich eine rechte Tür. Schauen wir noch kurz, ob wir in diese Tür hier ganz rechts reinkommen. Ich komme nicht an die Türklinke. Nein, da nicht. Vielleicht aber an die große Tür. Nope. Dann schmeißen wir mal den anderen Hebel an. Tick-Tack, Tick-Tack. Ja, manchmal muss man bei Abenteuern auch ein bisschen Geduld haben. Nicht, dass wir das nicht schon gesehen hätten in den letzten Videos. Aber hey, guckt ja eh nur noch einer zu. Nämlich Sen. Gut, dann schmeißen wir mal den blauen Hebel an. Also den blauen Magneten. An damit und den roten aus. So. 2 Bit, das sollte einfach genug sein. Nicht allzu viele Kombinationen möglich an Werten. So, kleiner Test. Erst links sollte man jetzt nicht mehr reinkommen. Da Genau. passe ich Aber niemals rechts durch. Da passe auch ich nicht. niemals durch. Interessant. Gut, jetzt kann ich nur hoffen, dass eine der anderen beiden Türen aufgehen. Sonst hat mir das Ganze ja mal gar nichts gebracht. Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Das sieht schlecht aus. Ich komme nicht an die Türklinke. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nein! Und wieder so ein Moment, wo ich denke, irgendwas muss ich noch übersehen haben. Oder muss ich doch Hey, erst. sie ist leer. Oh, Mist. Okay, leer. Das heißt, wir müssen tatsächlich den Vortex dann nochmal einfangen und den auch drin behalten. Sonst ist er leer. Den brauchen wir dann wohl noch. Gleichzeitig, Ich glaube, weder Ort noch Zeit sind richtig. Puh. Ich dachte, ich könnte mich ein bisschen besser an früher erinnern, was so gemacht werden muss. Ich habe jedenfalls noch so immer die Erinnerung, dass es ziemlich einfach war. Okay. Wir haben jetzt dreimal Yeti-Haare. Ich weiß, dass wir die alle, glaube ich, ganz am Ende benutzen müssen. Also wirklich bei der allerletzten Szene. Also, allerletzte interaktive Szene, wo man tatsächlich noch was machen kann. Ich glaube, da muss man dann alle Yeti-Haare, die man gesammelt hat, benutzen. Nacheinander. Und wenn man nicht alle hat, dann war es das. Den Wirbel müssen wir irgendwie einfangen. Und ja, wie gesagt, der Golfkurs sollte ja eigentlich fertig sein. Das heißt, bei der Fischwelt. Und natürlich im Restaurant müssen noch irgendwas gemacht werden. Die Greifhand haben wir immer noch. Ob wir damit irgendwas einstellen können. Ich weiß es nicht.
Der Ring, was zur Hölle ist mit dem ich Ring? Sollte glücklich sein. Heißt es, dass es so ein Stimmungsring ist oder was? Oder muss man den jetzt mit irgendwas benutzen? Nein, offenbar nicht. Ach, herrlich. Ich sehe schon, das Let's Play wird auch wieder länger als gedacht. Naja gut, aber frei nach dem Prinzip von vorhin. Wow. Sag bloß, ich kann jetzt nicht mehr gehen. Nicht mehr fliehen. Ah, doch. Sonnenfinsternis. Ich weiß wirklich nicht. Also das ist fertig, da haben wir angefangen. Der Zirkus sollte auch fertig sein. Müssen wir noch irgendwie zu einer Restaurants. Wegen irgendeinem Item noch. Und wozu zur Hölle brauchen wir noch die Pfeile, die wir ja abgeluchst haben? Die muss ja auch noch für irgendwas gut sein. Aber für was? Okay. Oh, Moment, verklickt. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ah. Okay. Ja, Zeit für Brute Force. Und zwar wieder alles benutzen, was wir haben. Alles. Mit alles meine ich alles. Leg einen Zahn zu, Max. Und doch würde ich wirklich nicht mit Komplettlösung spielen wollen. Weil nur so kriegt ihr den Einblick, wie es tatsächlich ist. Wobei, ich meine, manche... Ich frage mich manchmal, ob solche Adventures von manchen Leuten mehr oder minder intuitiv gespielt werden können. Also, dass sie einfach tatsächlich immer wissen, was, wann, wieso benutzt werden muss. Zum Beispiel. Oder mit wem sie reden müssen. Ich habe eine SMS gekriegt. Schön. Was macht denn Sinn? Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Das habe ich, glaube ich, schon mal probiert. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Das sollte ausstellbar sein. So ein Hebel für kann man nicht zusammen benutzen. Sollte echt aufstellbar sein. Das zumindest noch irgendwie. Ich habe also die ganze Zeit, dass wenn man das irgendwo anhält, dass er irgendwie sagt so, ja, jetzt habe ich es gefunden oder sowas. Also irgend so ein geskriptetes Ereignis müsste doch da auftreten. Wenn mal irgendwas. Und wieso springt es da immer noch? Und muss ich tatsächlich 25 Cent einwerfen? Ich meine, ich habe doch, glaube ich, schon mal das Geld damit benutzt und ist nichts rausgekommen, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Und wieso komme ich da manchmal einfach gar nicht raus hier? Muss ich immer so auf festgelegten Punkten stoppen und nur dann kann ich wieder... Ich bin sicher, dass es irgendwie nützlich ist. Aber ich weiß nicht warum. Okay, probieren wir es noch einmal mit dem Geld und dann gehen wir wieder weiter. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Boah, das nervt gar nicht. Und auch hier wieder, der Fisch genau neben dran ist.
Ah, das ist ein bisschen frustrierend, muss ich zugeben. Das ist so. So vor der Nase mit dem, dass sie mir das so aufbinden mit dem Fisch. So, ja, ich weiß, dass ich was. Dass es irgendwie mit der Welt der Fische wohl zu tun hat, aber. Ich kann dir echt nicht sagen, was. Vielleicht weiß ja der alte Typ, was mit dem Ring ist. Vielleicht kann er uns da einen Tipp geben. Ich meine, er muss doch wissen, was da im Wollknäuel alles rumfliegt. Oder uns irgendwelche Hinweise geben können. Sonst hätten wir diese Folge jetzt nicht wirklich wahnsinnig viel geschafft. Wie viel bezahlen die einem so, wenn man fragen darf? Ich bin freiberuflicher Mitarbeiter, aber ich darf hier schlafen und ich bekomme so viel Wolle, wie ich essen kann. So, I, was kann ich jetzt Wolle für zum euch Essen, tun? wie eklig. Was würden Sie tun, wenn jemand, sagen wir mal, 94 Yards aus dem Ball schneidet? Wir würden ihn erschießen, häuten und stückchenweise verkaufen. Genau deswegen werden wir das machen. Ist das umwelttechnisch gesehen nicht unklug, so übertrieben viele Gräten einfach zu verklappen? Vielleicht, aber wen kümmert's? Hey, gutes Argument. Who cares? Das wäre dann erst einmal alles. Puff. Bist du genauso verwirrt wie ich? Sogar noch mehr. Raspel, raspel, raspel. Du hast echt einen an der Waffel, Sam. Dieser Conroy Bumpers macht mich richtig betroffen. Keine Sorge, Sam. Wir werden den Boden mit seinem billigen Toupet wischen. Ich frage mich, wo Trixie ist. Es schaudert mich beim Gedanken an die unanständigen, schmatzenden Geräusche, die sie mit ihm produziert, diesem Bruno. Ich frage mich, wo Bruno ist. Ich frage mich noch immer, wo ich bin, Sam. Nun, das war's. Oh, Junge, 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 Junge. Den Screen halten wir so genau schon mal. Nur mit ein bisschen. Nur mit nicht ganz so vielen Items. Eine Feile, ein gedrehtes Werkzeug. Eine Schneekugel ohne Plöppel. Wir brauchen einen Plöppel. Es ist noch ein Büschel Yeti Haar. Ja. Meine Hasensinne sagen mir, dass das nicht Brunos Haar ist. Sondern von dem Dass anderen ich selbst Yeti. bin. Wow. Es ist ein Haufen ausgeblichener Yeti Haarbüschel. Würde sich in einem Bilderrahmen gut machen. Ich sollte glücklich sein. Das ist mein kleiner Kumpel. Er reicht so. Es ist eine Punktekarte vom Alligator. Eine Feile. Es ist ein Büschel Fell von Bruno Denis. Es ist ein Bachstelzenkostüm. Was? Ein Bachstelz? Egal. Das ist einer von Snackys übergroßen Trink-bis-du-platzt-Bechern. Er ist fast so groß wie mein Kopf. Das ist mehr Geld, als wir je gebrauchen. Hint, hint. Das bedeutet, wir können alles umsonst benutzen. Steht da irgendetwas von Popcorn, Sam? Tut mir leid, kleiner Freund. Es ist eine kaputte Golfballzange mit einer abgetrennten Hand dran. Es ist ein starker Kühlschrankmagnet, auf dessen einer Seite Welt der Fische steht. Es ist eine kleine Taschenlampe mit einer Schwarzlichtbirne. Der Ring sieht ja auch ein bisschen so nach Vortex aus und sowas. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Aber jetzt mit dem, mit der Schneekugel zum Beispiel, als Plöppel geht das ja auch nicht. Bei der Welt der Fische, deswegen großen Fisch, das irritiert mich auch noch wahnsinnig.
Also nicht mit dem da hinten, mit dem kann man offensichtlich nichts anfangen, aber... Was ich meine ist der Fisch, in den man reinklettern kann. Der hier. Weil ich ziemlich sicher bin, dass man mit dem irgendwas einstellen musste. Und ich kann mich einfach nicht erinnern, was. Es ist ein perfekter metrischer Maulschlüssel für links. Aha! Aha, benutze irgendwas mit irgendwas, dann passe ich schon. Yay. Das klappt ja vorzüglich. Und jetzt rein und dann dann fliegen wir davon, glaube ich. Ach so, benutzen. Ich glaube, jetzt fließen wir dann den Fluss runter und dann noch Max auch noch mit hier rein. Ja, genau, das war's doch. Genau, jetzt schaut der Fischer ganz schön dumm. Und irgendwas passiert. Man muss die Geschicklichkeit bewundern, mit der sich die gerissene Überforelle an ihr Opfer heranpirscht. Wow. Die Erfahrung gehört eindeutig zu den 10 ausgeprägtesten in meinem Leben, Sam. Heilige Makrele. Irgendwie will ich sowas auch mal machen. Kriegen wir jetzt die Angel oder was? Auf jeden Fall eine sehr gute Szene. Zieh, Angler, zieh. Wow! Ah, genau, jetzt fallen wir. Oh, der arme Angler. Der Angler ist tot. Wir fallen auf. Wir lassen uns vom Helikopter abholen. Ah! Ja. Ah, und so kommen wir rüber auf die andere Seite beim Restaurant. Oh Mann, da war gar kein Geheimnis mehr dahinter. Mit dem Drehen und sowas, sondern man muss einfach nur zur Welt der Fische und das machen. Aber macht ja Sinn, weil wir haben ja genau das Item benutzt, was wir eben beim Restaurant oben von dem einen komischen Typen bekommen haben. Es passt alles zusammen, es ist alles eins. So. Schon werden wir abgeholt und beim Koch abgesetzt. Und dann können wir uns das Seil abschneiden, glaube ich. Und keine Ahnung, ehrlich gesagt, was noch. Boah, super. Da wird der Koch aber gucken, wenn er den sieht. Wird jetzt auch Zeit, nachdem wir auch ungefähr 2000 Sekunden, also eine halbe Stunde, mehr als eine halbe Stunde gemacht haben. Action. Plop. Ja, das Messer wird für den Fisch nicht reichen. Holt er sich jetzt wahrscheinlich Samurai-Schwert oder sowas. Ich sagte doch, ich hätte einen Plan. Gut, nehmen. Das erste an einem neuen Ort, nehmen. Und hier gibt's wohl nichts zu nehmen. Das kann ich von hier aus nicht erreichen. Genau, Max hier runter und... Max, ich habe noch einen Plan. Ich glaube, ich hätte es lieber, wenn du einfach... Als Maul und kletter über das Geländer. Jetzt holen wir uns unser Seil, was wir... Endlich das Seil, das in jedem Abenteuer irgendwann gebraucht wird. Sehr schön. Siehst du, es ist nichts passiert. Was habt ihr hier zu suchen? Oh oh. Springen! Guter Plan. Au. Wow. Galileo hatte Unrecht. Ich glaube kaum, dass wir uns in einem Vakuum befanden, Max. Nein, das bestimmt nicht. Wie bekommen wir unser Auto jetzt wieder? Nein, stimmt es jetzt. Das war convenient. Okay, haben wir jetzt, warte, ah, das Seil, genau. Also, Wollseil. Ich meine, auch nicht besonders stabil jetzt, aber
Für den Anfang muss es halten. Gut. Damit sollte dann endlich das Restaurant bzw. der Wollknäuel auch abgehakt sein, denke ich. Können wir uns ja mal kurz die Karte anschauen nochmal. Also Zirkus sollten wir alles erledigt haben, daheim sowieso. Golf haben wir gespielt. Welt der Fische sollte jetzt, Wollknäuel sollte jetzt fertig sein, Welt der Fische jetzt auch. Die Burger, ja, kein Problem. Okay, das heißt, wir haben einen Wollknäuel, mit dem wir vielleicht irgendwo anbinden und runterklettern. Okay, jetzt so als letzte Aktion des Tages würde ich sagen, schauen wir zur Vortex. Mal kurz überlegen. Oder wollen wir mit dem Wollknäuel dann das Ding zustopfen hier? Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Diese Dinge vielleicht später. Vielleicht später. Muss man nicht, oder muss man irgendwie die Büschelhaare an den Anzug kleben und dann muss ich dann nachher irgendwann als Yeti zu verkleiden? Ich glaube, das war auch sowas. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Okay, ein Seil. Ach so, nein, kann man nicht. Diese Dinge kann man nicht. Die beiden Magnete irgendwie aneinander binden macht ja irgendwie. Nee, macht irgendwie keinen Sinn. Für die Türen. Wir können es ja mal ausprobieren. Diese Dinge kann man nicht zusammen. So ein bisschen als Lasso. Offenbar nicht. Sie ist nicht mein Typ. Sie ist schade. Weißt du, warum du auf dem Kopf stehst? Nein, aber summe ein paar Strophen und ich mache sie nach. Okay, das hatten wir schon. Sieh sie jetzt gleich um, Sam. Wir kommen zurück. Zurück, vor, unten, oben. Das ist für mich alles das Gleiche. Okay, also irgendwann müssen wir natürlich nochmal in die Vortex, um den Strudel wieder ins Glas zu bringen und abzuschließen. Ich würde sagen, wir holen zumindest den roten wieder an, weil da sind wir immerhin in eine Tür reingekommen. Das war ja schon mal ein Anfang. Den blauen wieder aus. Sehr gemütlich. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. 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 Okay, die kann man offenbar nicht zusammen benutzen. Naha. Ist natürlich doof, dass man da jetzt rein kann, aber nichts wirklich passiert. Weil das ist tatsächlich nur Spielerei und es
völlig egal, was man macht. Ich kann nicht. Lass uns gehen. Na gut, ich würde sagen, machen wir hier mal Pause. Und vielleicht schaue ich dann doch noch mal ein bisschen nach, nachher, was, wie es so weitergehen muss, so ein bisschen zumindest. Ohne mir viel zu spoilern. Gut, dann wie immer, danke fürs Zusehen. Für die, wie gesagt, ein, zwei Leute, die zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.